Hey ihr Lieben, ich bin zusammen mit einem neuen Video. Ich freue mich mega fest, seid ihr wieder dabei. Zum Anfang muss ich vielleicht sagen, ich habe eigentlich, bevor ich das hier mache, noch 2-3 Videos rausgegeben mit Techniken. Aber ja, ich war das ganze Wochenende verplant, war unterwegs, habe viel Zeit mit Freunden verbracht, mit Familie verbracht. Ich arbeite jetzt noch die ganze Woche, bevor ich endlich Ferien habe. Oh. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mir die herbeisehne, meine Frau. Wir freuen uns unglaublich fest auf 2 Wochen Ferien. Aber wie gesagt, das wird noch sehr hart verdient sein. Darum habe ich das Video hier vorgezogen, weil ich für das hier natürlich nicht viel machen muss, außer mit euch reden muss. Und darf Sachen zeigen. Und darum gibt es jetzt erstmal wieder ein Haul, bevor es dann aber dann hoffentlich wieder mehr Technikvideos gibt. Ich habe mir auch verschiedene Rubriken vorgenommen. Ich werde sicher auch mal etwas zu so Basic-Sachen machen für Leute, die vielleicht das Gefühl haben, sie wollen anfangen mit Karten machen, mit Scrapbooking, dass ich dort vielleicht so verschiedene Videos mache, was es braucht. Aber das ist alles noch in Planung und wird sicher alles kommen. Aber hey, wir haben wieder bestellt, weil mein Kreativbund-Gutschein ist gekommen vom Design-Team. Und da habe ich gedacht, dann müssen wir doch wieder mal eine Bestellung rausholen. Und die Sachen sind gekommen. Ich hatte eine Freude gehabt. Das ist immer so der Made-My-Day-Moment. Und wie ihr seht, ich bin schon ein bisschen vor weihnachtlicher Stimmung. Darum brennt ich auch ein Kerzchen. Und einfach, weil es ein bisschen schöner aussieht. Mein Kollege ist schon da. Genau. Und ich würde doch sagen, wir starten direkt. Was ich euch als erstes zeigen will, sind die absolut genialen Shimmer-Powder. Viele von euch kennen die vielleicht. Ich habe auch schon viel von denen, aber halt lange noch nicht alle. Gerade das, was ich hier habe, das war ultra lang ausverkauft. Wirklich. Ich weiss noch, meine Kollegin Daniela, die hätte so auch lange wollen und nie bekommen. Sie hat es jetzt schon ein Zeitchen. Ich habe es halt erst jetzt bekommen. Aber jetzt habe ich es endlich. Das sind auf jeden Fall so Pigmentpuder. Zum Teil sind es wirklich einfach einfache Pigmente, zum Teil haben sie aber auch verschiedene Farben drin und die ergeben ultra schöne Ergebnisse. Die da habe ich jetzt tatsächlich schon so ganz klein ausprobiert und habe echt Freude gehabt. Genau, das ist das, was ich in den Fingern hatte, das Catherine Wheel. Und die ist immer einfach ultra schön, muss man nur ein bisschen von dem drauf tun, mit Wasser besprühen und du hast die schönsten Hintergründe. Also, schaut mal bei Daniela auf dem Kanal vorbei, auf DB Creative, die hat ultra viele so Karten und ich finde es immer wieder traumhaft. Das da ist Meteorite Shower, finde ich weltschön. Dann haben wir da in der Mitte das Gelbe, das ist die Sunray Crosette. Ich war leicht verwirrt, weil es auf Kreativbund einen anderen Namen hat. Dort heisst es Sunray Fountain, aber hier heisst es Sunray Crosset. Aber egal. Ausgesehen tut es gleich und ich finde es echt schön, weil es noch blau drin hat, es hat noch rot drin. Es ist auch immer ziemlich überraschend, was rauskommt, was ich persönlich aber recht gerne habe. Nein, auf das bin ich so gespannt. Golden Sparkler. Finde ich ultra passend zum Herbst. Finde ich wunderschön, gut für Herbstblätter, Herbstlandschaft, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dann hier noch Stormcloud, so ein grau, schwarz, blau. Oh, mega hübsch. Genau. Darum, auf die freue ich mich, noch mehr auszuprobieren. Auch in Kombination miteinander, die kann man ja auch immer kombinieren. Und da werdet ihr sicher noch das eine oder andere sehen. Als nächstes, ups. Aber schießt noch die Kamera runter. Als nächstes habe ich bestellt, ganz basic. Doppelseitigsklebi. Nicht eins, nicht zwei, nein, 6. Aber in verschiedenen Dicken. Also, so viel ich gesehen habe, habe ich 3 mit 9 mm Dicke. Das ist, glaube ich, das, was ich mit Abstand am meisten brauche. Plus, dann habe ich noch 3 mit 6 mm Dicke, die ihr seht, die sind ein bisschen dünner. Wenn ihr so vergleicht. Seht man das? Ah, ja. Auf jeden Fall sind sie ein bisschen dünner. Kann man immer brauchen. Ich bin noch nicht ausgeschossen, aber ich denke, wenn wir schon mal Kreativbaumstellung machen, nehme ich mit, weil brauchen tue ich sowieso. Als nächstes habe ich mir bestellt die da hier. Von Altenew. Das sind Blending Brushes. Und ja, ich habe ja
die Blending Brushes, die kennen ihr alle, die grossen. Aber ich sehe so immer in den Video, dass sie halt einfach noch kleine haben. Warum? Könnte man sich jetzt fragen. Warum? Wenn man grosse hat, braucht man noch kleine. Wenn du zum Beispiel ein Blümchen hast, wo du orangig hast koloriert, du dann aber das Gefühl hast, du willst vielleicht einfach in der Mitte den Teil irgendwie noch in Rot machen oder in Gelb oder was auch immer, dann bringst du sie ja nicht her mit so einer groben Bürste. Darum müssen dort kleine her. Genau, darum haben wir jetzt die mal gekauft. Ich denke, ich gebe denen mal eine Chance. Es sind drei verschiedene Grössen. Eine grosse, eine mittlere und eine kleine. Und ja, ich freue mich mega, die zu brauchen. Oder auch sonst, wenn man ein Ornament hat oder ja, egal was. Einfach, wenn man Details machen will, sind die auf jeden Fall super hilfreich. Und ja, ich freue mich, dass jetzt die endlich habe. Sie übrigens von Altenew. Ich fände die Marke sowieso extremstens drum. Ja, ich bin gespannt. Als nächstes habe ich mir bestellt. Ihr hört es schon. Leckeli! Ich habe vor kurzem bei uns im Schufelberger zu tun. Habe ich die da gefunden und mal mitgenommen. Habe ich sogar auch schon 2-3 gebraucht. Aber das seht ihr dann später noch für was. Habe mir aber gedacht, ich hätte einfach gerne noch so ein bisschen in anderen Farben und Formen und ein bisschen traditioneller. Darum habe ich auch die gesehen. Und habe gedacht, die muss ich unbedingt mitnehmen. Eine ist Gold, also wirklich so ein Weihnachtsgold. Und noch in Rot-Weiß, so recht traditionell. Mal schauen, für was sie brauchen. Aber ich habe schon ein paar Ideen von dem her. Auf die freue ich mich auch sehr. Ich bin nicht dran vorbeikommen. Ich kann es anders sein, wieder von Altenew. Und ja, ich weiss, ich habe echt mehr als genug von diesen Ziegelwachs-Dinger. Aber, schaut mich das an. Ich habe es so herzig gefunden und darum bin ich einfach nicht dran vorbeikommen. Weil ich habe gefunden, das passt perfekt. Meine Frau hat auch gesagt, was sie gesagt hat, warum, du hast schon so viel. Aber kaum hat sie das Motiv gesehen, sie musste sagen, ja, okay, ich verstehe. Manchmal vergesse ich es leider, dass ich die ganzen Siegelwachs-Materialien habe. Ich sollte es mehr machen. Ich sollte mir mehr die Zeit nehmen und wirklich noch Siegelwachs drauf tun, weil es einfach so etwas Schönes ist. Und irgendwie so oldschool ist und gleich neu interpretiert, weil es ja mittlerweile auch wirklich so viel so schimmerige, glitzigere Wachsen gibt. Und halt mit diesem Motiv. Und ja, ich finde es ultra schön. Ich habe mir auch schon überlegt, ich habe mir wirklich schon überlegt, ob ich mal so eins mit meinem Logo soll machen soll. Das ist aber noch nicht so spruchreif und noch nicht so weit, aber das habe ich mir wirklich auch schon überlegt. Ja. Könnt mir ja mal in den Kommentaren erzählen, ob ihr das cool findet, wenn ich das machen würde. Ich überlege mir es noch. Aber auf jeden Fall, das hat mit müssen. Altenew, merci vielmal für das ultraherzige Briefli mit Herzli. Ich finde es echt süß. Toll. Dann habe ich mir bestellt Shaker Element. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es seht, es sind Mickey Mäusli. Es sind kleine, herzige Mickey Mäusli in Rot, Mint und Weiss. Und ich finde die so toll. Eigentlich hätte ich mir Herzli auch noch bestellt, die sind aber nicht lieferbar aktuell. Darum sind sie halt einfach von dir gekommen. Für Shaker-Karten unglaublich schön. Nein, wirklich. Und ich kenne so viele Disney-Freaks. Mehr eingeschlossen. Nicht, dass ich mir jetzt selber eine Karte schenken würde, aber auch denen, die ich kenne, ja. Ich habe die einfach so putzig gefunden. Und irgendwie habe ich die Dösli ultra gerne. Die gibt es in allen möglichen Formen, Varianten mit Melöndli, Zitrönli, Lätschli, eben Herzli, Mickey Mäusli. Also das müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Wenn ihr mal auf Kreativbund geht, schaut euch die mal an. Ich finde die unglaublich toll. Weiter habe ich mir noch 2 Mixed-Media-Sachen bestellt. Und zwar die hier. Augen! Okay. Ich bin nicht an diesen Dingern vorbeigekommen. Ich habe die gesehen und ganz ehrlich, ich weiss noch nicht, für was sie so brauchen. Aber ich habe sie gesehen und dachte, ja, die müssen wieder. Die müssen einfach ultra lustig finden. Und sie irgendwie schon etwas haben. Ich weiss auch noch nicht, was. Ja, Augen. Okay. Ich weiß nicht, für irgendwelche Mixed-Media-Projekte. Vielleicht mache ich wieder mal so ein Tentakel-Cover mit... Moment.
So eins hier. Das ist eines von meinem ersten Album. Und da habe ich so einen Oktopus-Tentakel gemacht. Und dann habe ich mir eins mal schon überlegt, dass ich da mal ein Video dazu machen könnte, wie ich die mache. Weil es ist so einfach, aber es sieht so, so genial aus. Und ich habe mir überlegt, vielleicht könnte ich da wirklich etwas machen, nur mit diesen Augen. Dass wir einen richtigen Oktopus haben, der noch irgendwo vorne schaut. Vielleicht, ja, entweder muss ich grössere Tentakel machen oder der ist halt dieser Zyklopen-Oktopus. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall mal schauen. Ich bin gespannt. Ihr könnt es auch sein. Ja. Irgendwann wird es etwas daraus geben. Plus habe ich auch noch bestellt, die hier. Das sind eigentlich einfach verschiedene Rahmen. Ich packe es jetzt gar nicht aus. Aus Karton. Auch für mich ein Media-Projekt. Einfach für ein bisschen Höhe zu erzeugen. Ihr seht, sie sind jetzt nicht unglaublich schön. Sie sind einfach flach bedruckt. Also sie haben weder Struktur noch schon etwas. Eigentlich ist es mir auch nicht um die Farbe gegangen, weil ich werde die sicher eh übermalen und selber gestalten. Aber mehr einfach, damit ich die Basic-Form habe. Das Zeug ist auch immer relativ teuer. Vom Tim Holtz, von Ideology. Das ist nicht billig. Er hat halt einfach echt Holzzeug. Darum habe ich gedacht, ich gebe jetzt diesen Rämli mal eine Chance. 8 Stück sind drin. Und ja, mal schauen, was es da aus denen gibt. Habe ich aber auch schon ein paar Ideen. So, weiter geht's. Ihr werdet jetzt lachen. Eigentlich musste ich auch lachen. Meine Frau hat auch lachen. Ich bin ziemlich eskaliert. Und nein, mal nicht mit Stempeln, mal nicht mit Stanzen, sondern mit Schmucksteinen. Ja, ach. ja, ich bin selber ein bisschen auspacken, wie viel das es tut, doch sie wurden. Darum habe ich schon eine Box gebraucht. Ja. Ihr seht, es sind nicht gerade wenig. Ich bin völlig überbordet. Warum? Weil sie einfach schön sind. Weil sie einfach schön sind. Nein, ich habe noch viel. Ich habe es aber auch ein bisschen zum Anlass genommen. Und nein, ich muss anders anfangen. Es hat wie zwei Sachen. Der eine Vorsatz, den ich mir genommen habe, ist, dass ich wirklich mein Zeug nicht mehr immer so horten und sparen und machen und tun und nie brauchen und es immer vertagen, weil oh, es ist so schön, es ist so teuer gewesen. Ich habe mir wirklich vorgenommen, das Zeug einfach zu brauchen, weil ich habe, ja, die schon bei mir daheim waren, die wissen, dass mein Bastelzimmer immer quillt aus allen Ecken und Enden und ich habe so viel Zeug. Und ja, ich stehe dazu, ich oute mich jetzt hier als Sammlerin und Horterin. Es ist einfach so. Ich kann nicht anders. Aber ich habe mir jetzt schwer zum Vorsatz genommen, das Zeug einfach zu brauchen. Darum habe ich auch gemerkt, weil ich vermehrt wirklich viel von diesen Schmucksteinen habe gebraucht. Das ist etwas von dem Nebstpapier, das ich immer gehortet habe. Ja, habe ich wirklich viel gebraucht. Darum haben wir gesagt, ich muss schon ein paar neue haben. Haben wir jetzt, das ist das zweite, haben wir auch zum Vorsatz genommen, mit diesem Kauf hier, die alle mal ein bisschen schön zu kategorisieren, einzuordnen. Ich habe sie jetzt schon leicht nach Farben sortiert, aber ich möchte es gerne noch ein bisschen optimieren. Genau, mal schauen, ob ich da vielleicht ein Video mal dazu mache, wie ich das Zeug so aufbewahre. Das ist ja immer noch recht spannend. Ja, ich glaube, ich muss jetzt da nicht zu allen noch etwas sagen. Ich kann so heute durchblättern, dass ihr jemanden seht, was es gegeben hat. Hier in Rainbow. Von Doodlebug. Ich will schon nie etwas von Doodlebug haben. Aber Schmucksteinchen sind jetzt geworden. Dann habe ich ganz viele Enamel Dots von Marianne Design, weil die echt schön sind. Auch immer in diesen abgestuften Farbfamilien. Den abgestuften Farben, weil sie echt schön finden. Grün-Blau. Spellbinders ist dabei. In so grün. Festlichem Grün. Wieder Marianne Design. Nicht nur Enamel Dots, sondern auch normale. Rosé. Gold. Enamel Dots Blau. Nein, hier ganz viel in Silber von Fairy Jewels. Das ist noch eine coole Marke, die habe ich gar nicht kennt, aber die haben noch viel so grosse Pack. Leider nur eine Grösse, aber egal. Silber braucht man immer viel, vor allem kleine. Drum. Hier auch in Rot. Wieder Fairy Jewels hier in allen möglichen Farben. Auch einfach eine Grösse, aber schön abgestuft. In allen Regenbogenfarben. Spellbinders, Rot und Blau. Und ganz schönes Rosé. Ich nehme das in Schwarz. Au, jetzt habe ich gepiekst an meinem Kaktus. Super, wenn man sich da auf den Tisch stellt und nicht aufpasst. In Schwarz. Hellgrün.
habe viel Rot und Grün jetzt auf die Weihnachten für so ein bisschen die traditionellen Geschichten. Dann hier auf die habe ich mich besonders gefreut. Auf den Fairy Drops, ein kleinerer Pack, aber in klar. Also es sieht eigentlich aus wie Wassertröpfe. Und dann je nach Projekt, wo sie drauf sind, leuchten natürlich die Farben durch, die drunter sind. Darum, auf die freue ich mich echt, da bin ich mega gespannt. Plus noch ultraherzig. Ich habe gemeint, die seien dann grösser. Ich bin etwas enttäuscht, weil sie so klein sind, aber gleich nicht, weil sie so herzig sind. Eine ist Pastellherzli und eine ist herzige Regentröpfli. Ja. So. Es kann losgehen mit Beglitzern, würde ich sagen. Gut, weiter geht's. Natürlich habe ich auch Stempel und Stanzen bestellt. Und zwar... Oh. Mama Elephant. Ja. Es hätte einfach nicht müssen. Es hat absolut mit müssen. Meine Frau ist schon fast durchgefallen. Das ist übrigens ihre Lieblingsmarke. Sie kennt sich ja schon so aus mit Marken. Ich bin so stolz auf sie. Ich finde es so toll. Sie informiert sich wirklich und hat schon absolut ihre Lieblingsmarken. Und das ist, glaube ich, für sie diejenige welche. Ja. Darum ist sie fast durchgefallen, als sie das gesehen hat. Nicht nur mit dem Blätterhaufen, sondern auch noch mit dem Briefchenhaufen. Stellt euch vor, so ein Briefchen, dann noch das dazu. Perfekt. Ja, das hat mit müssen. Stanzen leider nicht. Die waren, glaube ich, nicht erhältlich. Aber muss ich, glaube ich, unbedingt auch noch haben. Genau. Dann habe ich mir Stanzen bestellt zu dem Set, das ich schon habe. Ich liebe das ja. Also auf einmal liebe ich Kaffee. Plus habe ich mit dem schon zwei, drei Kärtchen gemacht. Und die finde ich alle traumhaft schön. Ich finde, die sind mir wirklich alle mega gelungen. Ja, also aber immer von Hang ausgeschnitten, darum musste ich einfach mal noch die Stanze hören müssen. Und ich bin froh, habe ich die jetzt. Dann gehen wir gleich weiter mit Stanzen. Ich habe mir bestellt ein Mini-Alphabet. Das ist relativ klein, von X-Cut. Ich habe das aber gesehen und dachte, das ist super, weil ich habe zwar diverse Alphabete, aber ich hatte schon oft die Situation, dass mir die Buchstaben einfach immer zu gross waren. Weil ich habe vor allem grosse Alphabete und das einzige kleine, das ich habe, ist irgend so ein gefaked von Ali, das ich schon seit Jahren habe, das ich eigentlich nicht wirklich brauche und auch nicht so schön ist. Darum möchte ich das eigentlich auch nicht mehr. Darum habe ich gedacht, ich muss jetzt mal wieder ein kleines her mit ganz normalen, simplen Buchstaben. Haben wir gerade alle drei Pack gekauft. Ich habe es noch lustig gefunden, dass sie das in einzelnen Pack verkaufen. Weil ich habe mich so gefragt, wer braucht denn schon nur diese Buchstaben? Vielleicht ist das auch Strategie, dass man gerade alle kauft. Aber ich weiss nicht, warum man nicht auch gerade alle in uns packen konnte. Hat für mich mehr Sinn gemacht. Aber gut, ist ja wurscht. Ich habe jetzt alle drei gefunden und sie mitgenommen. Und freue mich, wenn ich die endlich mal brauchen kann. Näher, die hier. Oh, die wette ich schon so lange. Von denen gibt es, glaube ich, so verschiedene ähnliche. Es gibt sie, glaube ich, auch noch quadratisch. Ich habe die auch schon bei Jennifer Maguire gesehen. Einfach für simple, kleine, schöne Karten finde ich die traumhaft schön. Sei es, dass man sie ein zu braucht oder irgendwie drei aneinander gereiht auf einer Karte. Man kann wunderschön den Stained Glass Look machen. Ja, also auf die freue ich mich unglaublich fest. Und ich neige ja dazu, immer noch ein bisschen zu viel und ein bisschen mehr auf die Karte zu packen. Aber da haben wir wirklich vorgenommen, simple Karten zu machen. Simpel, aber schön. Kann sicher auch etwas sein, wo es dann ein Video dazu gibt. Hier, endlich! Ich habe mir das Stempelset ja schon lange gekauft. Ich habe schon Kärtchen damit gemacht, die habt ihr auch schon gesehen. Jetzt habe ich endlich noch die Stanze dazu. Ich habe leider die Stempel nicht da. Moment. Voilà. Das Set habe ich schon länger. Das heisst More Brilliant Butterflies. Das ist wie das zweite Set. Es gibt, schon ein anderes, das erste von denen. Aber da gibt es jetzt noch das zweite. Und das habe ich. Habe die Stanze nicht dazu gehabt. Und jetzt habe ich sie endlich. Und ich freue mich mega fest. Weil bis jetzt habe ich die immer noch gestempelt. Weil von Hang ausschneiden, die schön geschwungene Form ist einfach mässig schön. Ich habe es probiert. Aber genau. Darum die Stanze zu dem. Nein, habe ich das. Oh, Leute, das ist so herzig. Schaut mal. Man kann ja nie genug Regenbögen haben. Ja, natürlich habe ich schon viele Regenbögen, aber oh, da habe ich schon so manchmal angeschaut und einfach gewusst, da muss man mit. Weil es so herzig ist, das sieht wirklich aus wie so einen geknüpften, gestickten Regenbogen mit den Fränseln, die man hier ausstanzen kann. Was natürlich auch mega cool wäre, ist nicht nur Stanzen, sondern wirklich Fränseln unten dran. Mit zum Beispiel da, mit so Schnur. Oder mit was auch immer. Und hier ist noch einer, der
so den gestitchtrand hat, auch mit dem Kreuzli-Stich und hier noch mit dem dreifachen Kneiten. Ja, wirklich. Nein, ultra süß. Wirklich so richtig süß. Kann ich mir mega gut vorstellen, für Bebekärtchen zum Beispiel, noch irgendein Figürchen dazu oder was weiß ich. Ja, einfach süß. Auch da, ich glaube, da braucht es wirklich so einen Regenbogen. Und mehr braucht es nicht auf einer Karte. Finde ich traumhaft schön. Sprüchli drüber, fertig. Natürlich von meiner Lieblingsmarke, nebst Old New, Concord & Nine. Freue mich unglaublich. Es geht weiter mit ihnen, weil auch den haben wir bestellt. Es ist leider kein Bild hinten drauf. Ich habe ja ein riesen Neocolor-Trauma aus der Kindheit. Wirklich. Ich habe die Stifte gehasst. Weil überall war es farbig, nur nicht dort, wo es zählen. Wenn du irgendeinen Punkt hast, wollen brechen, hast du garantiert 3 cm nebendran gemalt, weil es einfach so breit schon abgenutzt war. Nein, schrecklich. Ah. Ich habe ein Neocolor-Trauma, aber die Stanze hat mit müssen, weil man hier einfach ultraherzige Neocolor machen kann. Und ich habe ganz schöne Karten gesehen, schon, wo man zum Beispiel 7 Stifte hat gemacht in der Regenbogenfarbe und die so hat angeordnet und so gemalene Linien hat gezogen oder Flatschen hat gemacht, Farbflatschen, was weiß ich. Ja, auf jeden Fall ultra süß. Es hat hier noch Wörter dabei. Eine ist lovely, hello, friend und thanks. Herzli, also für Freundeskarten zum Geburtstag, eben danke, hallo, ultra herzig. Auf die freue ich mich sehr fest. Oder natürlich für alle Stempelfreunde. Könnte es auch ganz coole Karten geben. Dann noch 2 Sachen passend zum Winter. Eine ist von Hero Arts. Das wollte ich schon letztes Mal mitbestellen. Ich habe es aber noch nicht gemacht, weil es gar nicht Priorität hatte. Diesmal hat es jetzt Priorität gehabt. Ich habe es einfach herzig gefunden. Es ist einfach Dezember mit ein paar Tandli und einem Bäumli. Ich habe das, mit ein paar Tandli und einem Häusli. Ich habe es unglaublich herzig gefunden. Darum musste ich es mitnehmen. Ich bin gespannt, was ich daraus mache. Ich weiss es noch nicht. Aber auch das könnte eher simple Karten geben. Vielleicht ein Hintergrund mit einem Embossing-Folder oder einfach irgendetwas knallig Farbiges und das in Weiss oder Silbrig oder Gold drauf. Mal schauen, aber ich freue mich auch sehr drauf. Und last but not least, Stanzen. Die da hier. Die habe ich mega toll gefunden. Das ist, gibt eine Schneekugel. Hemme cool, wenn man Shaker-Cards machen will. Oder auch einfach sonst. Und ich habe sie vor allem mitgenommen, nicht nur, weil es Mama Elephant ist, die eh grandios ist, sondern auch, weil ich die Form schön gefunden habe. Also es ist nicht so das typische Runde, sondern es ist wirklich so ein bisschen hochgezogen. Und ich habe es ultra schön gefunden, weil es durch das natürlich auch relativ gross ist. Was ich cool gefunden habe, weil das kannst du natürlich so ausstanzen, zusammenkleben, machen, tun und es ist schon wie deine Karte. Also da brauchst du ja nicht nur eine quadratische Kartenrolling dazu. Du kannst ja wirklich das als Basis nehmen für deine Karte, die dann im Endeffekt die Grösse hat und wirklich gross genug ist, für etwas zu schreiben. Darum wollte ich die unbedingt. Und ich habe so viele Winter- und Weihnachtszeuge, die man hier noch reintegrieren könnte. Eben vielleicht irgendwelche Figürchen, sei es von Mama Elephant oder von Lanfon. Da könnte ich mir ganz viel vorstellen, die ultra schön aussehen. So, jetzt muss ich schnell auf die Zeit schauen, Leute, weil es ist morgen am 20 ab 7 und ich muss gleich arbeiten. Ja, ich mache das tatsächlich noch, bevor ich arbeite. Einfach, weil ich so den Drang habe, euch das zu zeigen. Und im Moment einfach auch so viel läuft. Und meine Kamera ist schon wieder schräg. Oh, wenn ihr hier mein Eingericht würdet sehen, wie ich filme. Das ist direkt peinlich, aber ich glaube, ich muss noch das mal fotografieren. Ich glaube, hobbymässiger geht es nicht, als ich das hier habe. Ja, item. Vielleicht erleuchtet mich dann mal jemand, der mir mal beibringt, wie man das anständig machen würde. Gut, das Letzte, was ich noch habe, da ist doch noch Stanzen dabei. Das ist aber ein komplettes Set. Und zwar, eben, ich habe schon viel Kaffeezeug, da habe ich vorhin sogar noch etwas gesehen. Ich liebe ja aber auch Tee. Und ich habe das einfach ultra herzig gefunden. Wir starten vielleicht mit dem Stempelset. Das Stempelset ist von Altenew, heisst He for Two. Und, wie gesagt, ich muss nicht immer überall mitgehen, dass ich von einem Set alle möglichen Add-ons und so muss haben. Aber die Sets von Altenew finde ich echt schön, weil wenn ich mir die Stempel hole, hole ich mir sicher die Stanzen auch irgendwann. Plus, zudem gibt es eben auch noch Stencils. Darum habe ich also hier in diesem Fall ein Stencil. Auf jeden Fall, es ist ein T-Set. Ich finde es ultra herzig. Es ist so leicht. Es hat so etwas Folk-Art-mässiges, etwas Grosse angehaucht, mit diesen Ornamenten und so ein bisschen oldschool, aber ich finde es ultra herzig. Das Ding ist,
man muss ja die auch nicht brauchen. Also man kann ja einfach Teekanne Blut nehmen, in Anführungsstrichen, und selber irgendein Muster drin machen. Oder irgendein Herzchen drauf. Oder irgendein Spruch drin. Was weiß ich. Oder ein Gesichtchen wäre auch herzig. Ich habe schon überlegt, das Gesichtchen. Genau. Aber man kann so wirklich mit diesen floralen Mustern hier gestalten, weil die wirklich so gemacht sind, dass sie bei beiden, nehme ich an, perfekt drauf passen. Sorry, ich rede so viel, das ist einfach ein Krott im Haus. Oh, was ich so herzig gefunden ist das da hier. Schaut mal. Oh, Teebütteli. Und hier mit Herzchen dran. Und hier aber auch noch eins. Nein, ich finde es ultra süß. Ja, darum musste ich es haben. Und natürlich eben, die Stanze habe ich auch direkt dazu genommen. Weil gerade die filigranen Anhänger da, die schneidest du einfach irgendwann auch nicht mehr vom Hang aus. Oder mal kannst, aber es sieht nicht schön aus. Drum. Und eben noch der Stencil dazu. Haben wir auch genommen, weil ich dachte, es ist doch cool, wenn der Teekanne und so Tassli und Tauli so direkt einfärben, kann man das direkt machen. Und ich freue mich mega fest, das auszuprobieren. Wirklich mega fest. Ah, was ich vergessen habe vorhin. Bei den ganzen Basic-Geschichten. Da habe ich voll vergessen, ich habe mir endlich einen Refiller gekauft für mein MFT-Stempelküsse. Das Extreme Black. Ja, das ist schon lange und ich liebe es wirklich. Und weil ich so viel brauche, ist es wirklich schon länger am Anschlag gewesen. Und ich habe schon bei der letzten Bestellung das mitbestellen, ist aber nicht verfügbar gewesen. Sonst hier bei mir in der Nähe habe ich es nie gefunden. Aber jetzt das Mal war es zu Hause, darum habe ich gleich eins mitgenommen. Habe es jetzt auch endlich nachfüllen und Leute, es war dringend nötig gewesen, weil, ja, danach kann ich ja von 3-4 Mal stempeln, statt einfach einmal, zweimal. Und darum bin ich mega froh, habe ich da sitzen. So, liebe Leute, nicht wundern, dass das hier jetzt etwas anders aussieht, weil wir jetzt gerade einen Break von ziemlich genau 24 Stunden. Es ist nämlich jetzt der Morgen drauf, wieder vor dem Arbeiten, ja. Weil ich noch einfach noch nicht alles hat gezeigt und gestern schlichtweg nicht gelangt für alles. Darum werde ich das jetzt noch nachholen. Meine zwei Kollegen hier habe ich weggeräumt, weil jetzt gibt es noch Papier. Respektive zuerst gibt es noch etwas, was ich gestern auch noch vergessen habe. Und zwar, sind das die da hier gewesen? Hier. Sticky Sheets. Das ist eigentlich nichts anderes als 5 Papier, die beidseitig kleben. Eigentlich wie doppelseitiges Klebe, einfach in A4. Was manchmal sehr gebig ist. Auch relativ teuer, aber ich finde es gleich mega gebig. Ich bin auch gespannt, dass es schon solche, die man reissen kann. Ich weiß noch nicht, für was das uns braucht, aber ist ja vielleicht noch eine coole Eigenschaft. Genau. Die habe ich noch gekauft. Mal schauen, für was sie da brauchen. Manchmal ist es gäbig, wenn man irgendwie filigrane Schriftzüge hat, wo man direkt will, dass die einfach kleben. Wenn man nicht sonst irgendeine Art von Leim brauchen will. Genau, das ist für gewisse Techniken. Darum haben wir das jetzt mal gekauft. Ich kenne sonst nur die von... Oh, wie heissen sie? Ich kenne sonst einfach die hier von Stickit. Das sind die, die ich immer hatte. Die sind aber noch teurer. Fühlen sich auch ziemlich dünner an. Vielleicht ist das der Unterschied, dass die da dicker sind als die. Mal schauen. Ich bin gespannt. Ich finde es ehrlich cool, dass ich das vergleichen kann. Ja, last but not least, was ich bestellt habe, ist Papier. Und zwar Bebepapier. Die Sache ist die, ich habe mir wirklich vor gut 2 Jahren Ja, vor gut 2 Jahren habe ich mir selber ein Papierkaufverbot auferlegt. Warum? Weil ich in meinen Spitzenzeiten, wo ich reinkomme mit Scrapbooking und Kartengestaltung und so, oh Leute, ich bin einfach völlig überbordet. Und ich habe nicht gewusst, wie viel Papier ich kaufen wollte und habe überall Papier zusammengekauft, wo ich irgendwie Papier gefunden habe. Eigentlich egal, ob es mir wirklich gefallen hat oder nur so halb, es ist einfach mehr gekommen. Darum, ich habe so, so viel Designpapier. Und, aber wie ich schon gesagt habe, wie mit vielem anderen auch, haben wir wirklich vorgenommen, das jetzt so zu brauchen. Und darum habe ich mir auch gesagt, ich habe ja so viel Schönes jetzt daheim. Ich kaufe jetzt einfach nichts Neues, ausser wenn ich natürlich spezielle Aufträge habe. Und so weit war es jetzt. Ich habe von einer Frau einen Auftrag für ein Babyalbum bekommen, für ihre Tochter. Und ja, es war noch ein bisschen schwierig, weil sie ist eben nicht so der Typ mit klischemässig Rosé oder hellblau. Sie wissen auch noch nicht, was es gibt. Darum sollte sie relativ neutral sein. Sie hat auch gesagt, ihre Tochter hätte gerne Senfgelb, Erdtöne, Türkis. So ein bisschen in die Richtung, was sie auch schön finden. Aber
Leute, ich habe gemerkt, es ist auch schwierig, Designpapier zu finden in so Farben, weil die meisten wirklich einfach so das klischee-mässige Meiji Rosa Gio Hellblau machen. Ja, darum habe ich verschiedene Sachen zusammengesucht und hoffe jetzt, dass ich aus dem etwas zusammenbasteln kann, weil es überall etwas drin hat, das ich brauchen kann und sicher auch Dinge, die ich nicht brauchen kann, zumindest auch nicht für das Projekt. Ja, mal schauen. Der erste Block, den wir bestellt haben, ist der hier. Heißt Baby Joy. Ist von P13. Kenne ich überhaupt nicht. Von Polen, ist eine polnische Marke. Kenne ich wirklich nicht. Aber es hat noch hübsche Designs drin. Also ich muss sagen, das Baby finde ich ein bisschen creepy. Das ist mir nicht so sympathisch. Aber alles andere ist ultra herzig. Also ich finde, die Tierchen hier sind mega, mega süß. Die Wölchen, ja, der Mond, das Bettli. Also es hat wirklich unherzige Designs. Einfach das Kind. Das passt mir gar nicht. Aber das ist, ich glaube, einfach persönlicher Geschmack. Und sonst ist es doppelseitig bedruckt. Oh, das hier, das finde ich traumhaft schön. Eben, hier ist es schon wieder sehr rosarot. Darum mal schauen, dass ich eher wieder so neutralere Sachen, was ich brauche. Ja, oh, süß mit der Störch. Und mit der Mobileo-King. Ja, finde ich echt schön. Also von dem her, hier bin ich mal froh, dass doppelseitig bedruckt, weil ich mir dann sicher die Seite raussuchen kann, die mir passen. Das wiederholt sich mal, das ist der. Mehr habe ich mir von Echo Park. Da zwei einzelne Blätter bestellt, weil ich denke, ich jetzt doch ein paar Kärtchen drauf, die ich sicher brauchen kann, die auch relativ neutral sind. Und sonst hat es noch eine schöne Ständchen-Rückseite. Plus das hier mit den Strampler. Stimmt, das habe ich zweimal. Genau. Weil wir nicht auch entscheiden konnten, darum habe ich gedacht, nehme ich es zweimal. Na, hier nochmal von Echo Park. Da habe ich übrigens gemerkt, dass das auch das Passende ist zu den Bögen, die ich hier einzeln habe, oder? Das scheint so ziemlich genau das Gleiche zu sein. Die Strampler selber habe ich zwar noch nie gefunden, aber ja, hier ein bisschen anders. Das ist sicher ähnlich. Was cool ist, es hat noch Stickerbogen hinten drauf. Also zum Dekorieren freue ich mich auf das. Würde ich sicher gut können brauchen. Ja, das finde ich echt schön. Eben, hat auch viel hellblau, aber auch viel dunkelblau. Also es ist jetzt nicht nur das Klischee Bub, auch wenn es die Boy Edition ist, aber ja, eben, ich werde ihm recht das rauspicken, was ich brauchen kann. Dann habe ich noch die da zwei. Der Speis ist von gleicher Marke. Reprint Hobby. Kenne ich ehrlich gesagt auch nicht. Ist eine schwedische Marke. Also ich habe eben Papier von überall auf der Welt. Von Polen bis Schweden. Ich habe bei beide genommen. Einerseits die Buben Edition und Meiji Edition. Weil bei Meiji Edition habe ich gedacht, nehme ich sicher die Hälfte da. Mit den braun Feststönen. Kann ich sicher gut brauchen. Das spare ich mir einfach für sonst mal etwas. Für jemanden, der wirklich Rosé macht. Und bei Bub Edition ist es gerade umgekehrt. Oder respektive genau gleich. Da werde ich auch einfach die Hälfte sicher vor allem brauchen mit den Türkistönen. Und die Hälfte da werde ich mir auch sonst sparen. Für irgendein anderes Projekt. Genau. Ja, liebe Leute, das wäre es eigentlich schon gewesen. Ich glaube, jetzt habe ich wirklich alles erzählt. Mega schön, seid ihr dabei gewesen. Ich freue mich unglaublich auf das nächste Video, das ich mache. Wird sicher endlich mal wieder etwas Technikmässiges. Ja, was bleibt mir noch zu sagen, ausser ganz guten Rest der Woche. Ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder. Und bis dann. Tschüss.